Obstkorb und Kicker beiseite. Platz für Studio Fechter. Gemeinsam ändern wir die Sichtweise auf klassische Marketingmaßnahmen und debattieren über zukunftsorientierte Kommunikation. In unserer Turnhalle stehen Nachhaltigkeit und hochwertiger Inhalt stets im Vordergrund. Dazu gibt's aber auch immer eine gehörige Portion Werbefails und aktuelle News rund um die vielfältigste Bubble der Welt. Und nun ab in die Turnhalle. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Fechter Studio Podcast. Mein Name ist Dennis, neben mir ist der Julian und moin. Daneben sitzt die Christina Feltes und ich weiß, dass sie aus Belgien kommt und sag einfach mal ein freundliches Hoi. Hoi. Das war richtig, ne? Ja, wow, nicht schlecht. Ja, ich habe mich vorbereitet natürlich und das Thema, schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch, hallo. Und das Thema darf heute mal der Julian erzählen. Warum willst du das nicht sagen? Corporate Influencer, ja oder nein, ist das Thema. Ist doch ein geiles Thema, oder nicht? Geiles Thema, super Thema. Ja, finde ich auch. Und da haben wir uns natürlich heute einen speziellen Gast eingeladen. Christina, stell dich doch mal vor, wer bist du, wo kommst du her? Aus Belgien, aber wo wohnst du jetzt und was machst du? Ja, gerne. Also ich bin erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ist für mich eine totale Freude, weil ich höre ja auch den Studio Fechter Podcast. Ne? Und der, ich habe da auch schon die ein oder andere Thema tatsächlich mit in meine Workshops genommen. Mitunter dann halt einer der Gründe, weshalb ich heute bei euch bin. Ja, vielen Dank an der Stelle. Ich bin die Christina Feltes, wie du schon gesagt hast. Mhm. Vielen Dank, Dennis. Man kennt mich aber eher unter dem Namen Kriddel. Wo kommt das eigentlich her? Das ist ein sehr gut gehütetes Geheimnis. Ah, okay. Ey, nein. Wir sind doch dafür da, dass wir solche Geheimnisse aufdecken. Ja, mal schauen, wie weit wir kommen. Wenn ihr das auch hören wollt, müsst ihr den Podcast bis zum Schluss hören. Ja, ganz genau. Richtig. Ganz zum Schluss erzählen wir das, okay? Mhm, ganz zum Schluss. Also gut. Okay. Ja, Deal. den Namen besitze ich tatsächlich schon seit meinem 14. Lebensjahr. Der hat sich so eingebürgert. Das willst du jetzt verraten? Nein, ach so, gar nicht. Also das ist nur die Herkunft. Ach so, okay. Ja, und wie lange schon? Nee, alles gut. Nein, wir halten schön unser Wort hier, Studio Fechter. Auf jeden Fall hat sich das so eingebürgert. Und wenn man jetzt tatsächlich in der Region, wo ich herkomme, in Belgien, das ist die deutschsprachige Gemeinschaft, deswegen spreche ich auch Deutsch, habe aber das richtige Hochdeutsch eigentlich in meinem Studium in Aachen, Köln gelernt. Und dementsprechend, ja, da sprechen wir Deutsch. Und ja, wenn man da nach Christina fragt, dann weiß man nicht so richtig, von wem man spricht. Wenn man aber sagt, die Kriddel, dann aha, ja, alles klar, gut. Also tatsächlich richtig eingebürgert und ich freue mich auch, wenn man mich Kriddel nennt, ja. Also dürfen wir dich jetzt auch Kriddel nennen? Bitte, gerne, ja. Oh. Da höre ich sogar eher drauf. Oh, sehr schön. Und ja, ich bin Belgierin, gebürtige Belgierin auch und bin aber erst seit jetzt einem halben Jahr bin ich nach Deutschland gezogen, lebe jetzt im schönen Rheinland-Pfalz Prüm. Okay. Das ist in der Nähe von Trier, ist vielleicht mehreren ein Begriff, ist aber in der schönen Eifel, also von der belgischen Eifel quasi rüber in die deutsche Eifel, ist kein großer Unterschied, die Menschen sind alle gleich toll. Von daher, ja, das ist meine Herkunft und was mache ich? Hauptberuflich setze ich mich gerne für den grünen Fußabdruck in der industriellen Logistik der Foodbranche ein. Oh. Puh, das war ein Zungenbrecher. Nein, ich bin Category Manager für den Bereich Molkerei- und Käseindustrie, aber eben in der Foodbranche unterwegs und hier für die industriellen Ladeträger, das heißt die H1-Paletten, E-Behälter, Euro-Behälter, das kennt die Fleischbranche sehr gut. Diejenigen, die hier auch in der Foodbranche unterwegs sind, die wissen, wovon ich spreche. Sind es auch Klappboxen? Es sind auch Klappboxen, genau, die kennt jeder. Wenn man zum Beispiel jetzt bei im Einzelhandel einkaufen geht, in dem Gemüseabteil oder so, da stehen die Klappstreigen, die grünen meistens. Ja, und ja, das ist eigentlich so der Bereich, für den wir tätig sind, nur in Form von Mehrweg. Genau. Gut vorbereitet. Sehr, sehr cool. Ja, ne? Das war ziemlich cool. Ich bin gerade selber stolz auf mich. Also eigentlich brauchst du Dennis und mich gar nicht. Genau. Hier, ne? Könntest auch hier Monolog halten. Ja. Nein. Wobei, aber ich bin echt so ein Sprachnachrichten-Junkie, wo man so Monolog spricht tatsächlich. Okay. Ja, wie ja. lang sind deine Sprachnachrichten, wenn du welche verschickst? Ich versuche sie im Rahmen zu halten. Ich wirklich, also ich schwöre, dass bei 5 Minuten höre ich auf. Genau. Und du hast ja jetzt schon ein bisschen was von dir erzählt, aber du bist ja auch online sehr viel unterwegs und deswegen bist du ja auch heute hier im Podcast. Ja. Ich kann auch eine kleine Anekdote erzählen. Wir produzieren das Mehrweg-Hero-Format und da hast du mal was gerepostet und dann sagt meine Freundin so,
boah, eine Influencerin hat den Mehrweg-Hero-Podcast gerepostet. Ich so, boah, ja, Criddle. Ah, ja. Ja, und da war es dann da, der Kontakt. Genau, und du hast deinen eigenen Podcast, du bist sehr aktiv auf Instagram und LinkedIn. Ja. Mhm. TikTok, als ich heute deinen Namen gegoogelt habe, kam auch ein TikTok-Kanal. Yay. Also du bist echt? Ja. Wow, ich habe mich selber noch nie gegoogelt. Ich muss das sicher, doch ganz früher, als es anfing, aber danach nie mehr. Muss ich wahrscheinlich auch nochmal ausprobieren. Aber du bist auch bei TikTok, das wusstest du vorher auch schon, oder? Nee, das ist mir gerade neu, muss ich mal nachschauen. Du bist auch bei TikTok? Ich halte das für Gerücht. Kommt auf jeden Fall, wenn man den Namen bei Google eingibt. Und okay. Und da habe ich auch ein paar Videos von dir gesehen. Aber du bist schon sehr aktiv überall, was online angeht und hältst auch eigene Workshops. Ja. Und willst du mal ein bisschen erzählen, was du in diesen Workshops so machst, also worüber du da sprichst? Ja, gerne. Also da sind wir ja irgendwie auch zu in Kontakt gekommen, ne, weil ich in meinem Workshop tatsächlich den Studio Fechter Podcast als Podcast-Empfehlung mitnehme. Aber auch aus mehreren Gründen, denn wie du schon gesagt hast, ja, ich bin sehr aktiv. Ich mag aber tatsächlich nicht so gern den Ausdruck Influencerin, weil ich wirklich mich vehement dagegen wehre, dass ich jemanden dazu beeinflussen möchte, sondern tatsächlich, ich nutze diese Plattformen eigentlich, weil ich genau weiß, ich habe eine Meinung und ich bin extrovertiert und ich freue mich, wenn ich diese teilen kann. Und die Social Media geben uns eigentlich diese Möglichkeit, das ist das, was mich daran so fasziniert, das ist dieser Knopfdruck und ich weiß, das geht jetzt an unzählige Menschen sofort raus und die können sich sofort mit meiner Meinung auseinandersetzen, können sie mögen, können sie nicht mögen, können sie kommentieren, was auch immer. Und das ist das, was mich daran so fasziniert. Und ich bin eigentlich auch schon aktiv, seit es Social Media gibt. Das heißt, ich habe wirklich in den Anfängen gesessen, auch mit Knuddels, derjenige, der noch Knuddels kennt, oder was gab es noch, StudiVZ, so bei diese, genau. Uns gab es OS Community, ich weiß nicht. Wow. StudiVZ kannte ich auch, da war ich auch drin. Ja, und dann noch die MSN Messenger und ICQ-Ära, die ist ICQ. Ne? Ja. Das war ziemlich cool. Boah, so alt sind wir. Ja, voll, ne? Da erinnere ich mich auch gerne dran, aber tatsächlich hat es mich immer fasziniert. Die Möglichkeit, ich weiß, wenn ich heute etwas kommunizieren möchte, ich kann mich mit jemandem aus China darüber unterhalten, wenn ich es drauf anlege. Und das finde ich einfach so unfassbar faszinierend. Ja. Im Gegenzug natürlich zu dieser Meinungsstellung, dass man sagt, ja gut, in China ist ein Sack Reis umgekippt, interessiert mich nicht. So. Ja. Und in so einer Welt leben wir nicht mehr. Das richtig, ist einfach so. Ganz genau. Es ist einfach so und umso schöner, wenn man irgendwie lernt, mit diesem Strom mitgehen zu können und diese Angst davor auch verliert in gewisser Maße. Ne? Also ein bisschen Angst ist nicht schlecht. Ich nenne es lieber Respekt, denn man kann auch sehr viel Schlechtes damit auslösen durch diesen einen Knopfdruck. Und das sollte man eben auch sensibilisieren. Und das ist eigentlich auch der Grund zusammengefasst für den Workshop, den ich dann gebe. Heißt, sich ein bisschen mit den Leuten zu unterhalten, herauszufinden, wo sind die Knackpunkte, warum wollt ihr euch damit noch nicht so richtig auseinandersetzen und wo kann ich helfen, wo kann ich ansetzen. Mhm. Und darunter fällt eben auch das Thema Personal Branding. Und das passt, finde ich, eigentlich auch zu dem Thema Corporate Influencer so ein bisschen. Mhm. Weil ob man will oder nicht, wenn man online stattfindet und in Verbindung mit einer Marke auch steht, dann macht man irgendwie so ein bisschen Corporate Influencing. Ja. So, also wie wollen wir jetzt erstmal... Genau, wir müssen ja ganz vorne anfangen, was das überhaupt ist. Genau, Dennis, was willst du sagen, was ist ein Corporate Influencer? Ich habe natürlich wieder Definition mitgebracht, aber was würde, Dennis, was würdest du sagen? Ich gebe den Ball gerne weiter. Was würden wir beide sagen? Wir sprechen uns jetzt mal ab, aber ja, wir wissen es natürlich, weil wir es natürlich vorher schon besprochen haben. Mhm. Was sagt denn die Definition? Also HubSpot kennt wahrscheinlich jeder in der Marketing-Bubble. Da ziehe ich ganz viele Informationen her. Also wenn ihr auch zum Thema Marketing Informationen braucht, HubSpot kann ich nur empfehlen. Ja. Ja. Und da steht, Corporate Influencer oder Influencerinnen sind interne Markenbotschafter oder Botschafterinnen, die ein Unternehmen in der Öffentlichkeit vertreten und dessen Werte nach außen kommunizieren. Wow, das ist eine schöne Definition. Ja. Ja. Trifft es auch auf den Punkt. Und diese Thematik bringt ja sehr viele Vorteile, aber auch sehr viele Risiken, Nachteile. Und da würde ich gerne mal mit euch jetzt drüber sprechen. Mhm. So, wenn man natürlich so eine positive und gut gelaunte Markenbotschafterin hat wie dich, birgt das natürlich viele Vorteile. Also was sind so Vorteile von einem Corporate Influencer für eine Marke?
Also ich fange einfach mal an. Gerne. Also ich denke, ein ganz großer Vorteil ist eben der, wenn man mich mit einer Marke assoziieren würde, wobei ich mich aber wirklich wieder distanziere vom Influencern, sondern tatsächlich hier geht es dann, sagen wir mal, um ein Business, ein Unternehmen, das sagt, ich möchte, dass du repräsentativ für mich unterwegs bist, wo auch immer, auf den Branchen-Events, egal. Wenn ich dort erscheine und ich weiß, ich habe eine positive Ausstrahlung, ich ziehe Menschen eher an, als dass sie sich von mir abwenden, dann weiß ich, diese Leute werden später, wenn sie nach Hause gehen und ich bin ihnen irgendwo in Erinnerung geblieben, dann werden sie wissen, ach, das war noch eine schöne Unterhaltung oder ach, das war noch ein positiver Effekt, den ich da hatte, als ich mich mit der Dame unterhalten habe. Ich möchte wissen, was die genau machen. Und dann hast du die erste Tür eigentlich geöffnet, dass man sagt, cool, wir können uns doch mal unterhalten. Denn wenn wir jetzt auf das Thema Kaltakquise kämen, aber dann schweifen wir natürlich ab, dann würde ich sagen, ist das ein Türöffner, der sagt, du musst da nicht mehr kalt ans Telefon. Weil die Person dich schon kennt. Richtig. Und ich in meinen Augen, ich als Category Manager dann, um auf meine berufliche Tätigkeit zurückzukommen, ich weiß, dass es ein unfassbar tolles Gefühl ist, aber auch ein Sechser im Lotto, wenn ich irgendwo erscheine und ich weiß, die Leute kennen mich schon. Oder man spricht mich sogar an und sagt, ey, dich kenne ich. Dich habe ich schon mal irgendwo gesehen. Das ist für mich immer ein totaler Icebreaker und ich weiß sofort, okay, hier kannst du sofort ins Gespräch starten, hier können wir uns professionell austauschen und dann lernt man natürlich auf das Zwischenmenschliche einzugehen und weiß, mit dem kann ich sogar mal einen blöden Witz machen oder und schon haben wir eine Empathie. Okay, das ist ja jetzt eine Perspektive, die Perspektive der Vertrieblerin, die also stattfindet in Verbindung mit einer Marke und darüber dann auch einfacher vertreiben kann, ja. Zum Beispiel. Das war eine Thematik. Ich weiß, du magst den Begriff nicht, Influencer, aber auch wenn du es aus deiner Sicht her machst, dass du kommunizieren willst, wirst du trotzdem Leute beeinflussen mit den Sachen, die du veröffentlichst. Definitiv. So, das ist ja immer das Produkt davon und deswegen sagt man ja auch Influencer. Ich weiß, das ist oftmals negativ behaftet. So bei vielen Leuten. Ist auch eine Grippe, ne? Ja, so ungefähr. Influencer. Ja, ja, ist wirklich so. Ja. Aber man kann auch viel Positives damit machen. Und ich ganz kurz dazu zurückzukommen. Wir waren ja auch bei euch beim Sales Meeting, wo alle Vertriebler waren. Und da war ja wirklich sogar ein Part LinkedIn. So. Mhm. Und wenn ich da stattfinde, bin ich auch ein Corporate Influencer. Wenn ich auf eine Messe gehe für die WBG Pooling, ich verlinke die da überall, schreibe Texte, mach Content. So, wir als Marketingagentur, wir könnten nicht den Content zum Beispiel machen, die Vertriebler da dann machen, weil die auf diesen Messen und sowas stattfinden. Ja. Das ist zum Beispiel ein weiterer positiver Faktor. Man kann mehr positiven Content mit seiner Marke kreieren. Denke ich auch, ja. Ist denn ein Corporate Influencer auch einer, der gekauft wird, weil er in Deutschland bekannt ist? Wie zum Beispiel jetzt die Carpendales machen jetzt gerade ganz viel Werbung für eine Versicherung. Und ist es dann auch ein Markenbotschafter? Ja, das ist ein Markenbotschafter. Das ist kein Corporate Influencer, weil der ja nicht bei der Firma angestellt ist. Also das ist ein ganz normaler Influencer, der dann für das Produkt oder die Firma Werbung macht. Mhm. Aber das ist ja das, dass du deiner Marke Gesichter gibst. Mhm. Ja. Also früher kanntest du keinen CEO von den großen Firmen. So, das wusste man nicht. Die haben sich hinter ihrer Marke versteckt. Wenn du jetzt guckst, Elon Musk. Ja, Elon Musk. So. Ja, oder Steve Jobs. Die Mercedes-Chefe oder was weiß ich, die sind alle sichtbar auf LinkedIn. Ja, die kennt man mittlerweile, ja. Stimmt, so. Das ist wirklich so. Und die geben der Marke ein Gesicht. Ja, und ich denke, wenn man dann als Corporate Influencer unterwegs ist, und man ist ja auch verankert in diesem Produkt, da kann ich ein schönes Beispiel zu nennen, denn durch meine Aktivitäten halt wurde ich auch schon in der einen oder anderen Firma, für die ich gearbeitet habe, auch gefragt, kannst du denn auch mal für uns was posten oder kannst du hier, und da kommt ja auch nochmal die Abspaltung, darf ein Arbeitgeber sagen zu seinen Arbeitnehmern, ich möchte, dass du für mein Unternehmen auf deinem privaten LinkedIn-Profil, wo wir gerade bei LinkedIn waren, kannst Content du da, machst. Ja, du musst für uns Content machen. Und wie hast du das gehandelt?
Darf ich mal fragen? Ja, klar. Also es ist auf freiwilliger Basis und ich habe auch sofort darauf hingewiesen. War aber bei einer Firma tatsächlich auch super Feuer und Flamme für das Produkt, was sowieso sehr, sehr wichtig ist, weil sonst ist keine Authentizität da. Das heißt, man muss schon wirklich überzeugt sein von dem, was man da tut. Sonst kannst du vor der Kamera rumspringen und tanzen und Fotos machen. Es wird dir keiner abnehmen. Ja. Und in dem Moment habe ich auch gesagt, nee, super gerne, integriere ich super gerne in meinen Verlauf und möchte ich auch. Wenn dann aber das Verhältnis endet, das ist traurig. Es ist immer traurig, natürlich, aber in dem Moment, wo man ja für etwas gebrannt hat und die Menschen, die dir folgen oder die sich für dein Tun und Machen in den Social Media, die sich dafür interessieren und dann auf einmal sehen, boah, das ist krass, was die macht und dann im nächsten Moment, die wissen ja gar nichts über das Hintergrundgeschehen. Man kennt ja immer nur die Spitze des Eisbergs. Ja. So, und wenn die dann sehen, oh, die hat den Job gewechselt, auf LinkedIn wird das auch noch so schön angezeigt, ne? dann ist da ein ganz, ganz bitterer Beigeschmack und man droht wirklich, dass man da sein Gesicht verliert. Also auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man da als Corporate Influencer so offen ist und sagt, doch, mache ich. Aber ich denke, wenn man da die Linien richtig zieht und abgesprochen hat, intern genauso wie extern. Also ich mache keine Geheimnisse tatsächlich auch in diesen Verhältnissen, aber natürlich auch immer abgerundet, damit ich weiß, dies schadet jetzt weder meinem Gesicht noch dem Gesicht der Firma. Ich glaube, wenn da das Mittelmaß da ist, dann kann man da ganz schöne Sachen kreieren, ja. Du hast zwei sehr coole Themen angesprochen. Also das eine ist das Thema der Content-Erstellung. So, ne? Du bist jetzt zum Beispiel da angestellt als Vertrieblerin. Mhm. So, und jetzt sagt der Chef dir, ey, ich möchte auch, dass du ein bisschen Inhalte für uns produzierst mit deinem Gesicht. Wurde dir da ein zeitlicher Rahmen irgendwie gegeben, dass die gesagt haben, ey, du darfst 2 Stunden in der Woche dir dafür Zeit nehmen und Social Media bespielen oder was weiß ich? Weil letztendlich ist es ja so, die Zeit, die du dann für Social Media benutzt, kannst du dann ja nicht für deinen eigentlichen Job machen. Das ist ja immer diese Diskussion, die du dann halt hast. Das ist der schmale Grat. Genau, erstmal ein Invest für den Geschäftsführer oder für den Chef. Ist wirklich so. Ja. Tatsächlich, ich musste gerade schmunzeln. Ich musste auch zurück überlegen, wie war das denn geregelt? Es war überhaupt nicht geregelt. Ja. Und das ist in den meisten Firmen so. Die sagen, ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall mehr Social Media machen. Ja. So, und dann machen das Leute. Die hängt den ganzen Tag nur an ihrem Handy und macht ihren Job gar nicht mehr. Die soll hier verkaufen. Ja, das ist so. Also tatsächlich habe ich es auch so in dem Format erlebt, dass man den Nutzen darin zwar sah, aber ihn richtig nach ihm greifen war noch nicht. Ja. Das war so richtig so, okay, die macht ja was. Ich habe da keinen Bock drauf, aber dann kann die ja, wenn die sowieso, dann kann sie auch mal hier und da was machen. Und das geht. Aber selbst wenn du da nicht frei sein darfst in deiner Persönlichkeit, in dem, was du tust, dann kommt die Authentizität wieder, die auf der Strecke bleibt. Und da muss ein Zusammenspiel sein, sonst funktioniert das nicht. Und das kann ich auch nur als Tipp für unsere Zuhörer bzw. Zuschauer geben. Regelt vorher das vernünftig, also was für eine Frequenz, wie viel Zeit ihr da rein investieren dürft und auch solltet, dass da keine Missverständnisse, weil das ist so ein schmaler Grat, wo dann auch Konfliktpotenzial halt herkommen kann, weil es macht ja auch Spaß, dann will man da rein investieren und der Chef hat das ganz anders gedacht, der hat gedacht, ey, das dauert nur eine Stunde in der Woche und dann läuft mein Social Media, ist ja einfach nicht so, muss schon mehr Zeit investiert werden, aber das muss halt vernünftig geregelt werden. Auch bei den Kollegen, weil ich kann mir vorstellen, dass die Kollegen dann auch vielleicht neidisch werden, ne? Dass sie vielleicht sogar missgünstig werden und sagen, oh Mensch, die darf das und die kann das. Und dann wirst du wieder erfolgreich, wie ist eingeladen zu irgendwelchen Speaker-Events. Aber es ist wirklich so. Ja, und ich glaube, da sind die Kollegen, muss man auch mitnehmen. Ja. Mitnehmen und ich denke auch hier eine große Verantwortung für die Geschäftsführung beziehungsweise auch für das Management, demnach wer da sich um die interne Kommunikation kümmert. Erstens Transparenz, immer Transparenz walten lassen und sagen, hört mal, wir haben da etwas erkannt, die macht das, finde ich gut und deswegen wollen wir das ein bisschen pushen. Ihr seid nicht außen vor, das ist nur, weil die das wirklich gerne macht. Wenn ihr auch etwas dazu beitragen wollt, gebt uns Bescheid, redet mit uns oder. Also wirklich die Türen öffnen, nicht verschließen, nur weil da jetzt ich gehörte noch zu der Generation oder der Mentalität, dass man sagt, du darfst nicht zu viel sagen, was du gut kannst oder was du gerne machst oder so. Du musst dich schon ein bisschen, musst im Rahmen reißen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich reiß mich da so los, denn
Ich habe gelernt, dass man auf seine Stärken bauen soll und nicht auf seine Schwächen zum Beispiel. Wenn man Schwäche zugibt, das ist gut, das ist wichtig. Aber wenn man seine Zeit dabei verliert, an der Schwäche dauernd zu arbeiten und nicht seine Stärken ausbreitet, dann schafft man keinen Mehrwert für sich selber nicht und auch nicht für das Unternehmen, für das man arbeitet. Und in dem Moment bin ich dafür, wenn du siehst, dass das dir liegt, dass es macht dir Spaß, dann steh auch dazu und mach's. Ja. Bei uns, bei der RPLC ist es gar nicht so schwer. Ne? Ich glaube, wir sind alles Corporate Influencer. Seid ihr alle aktiv? Selina ist unsere Selina am meisten. Die ist immer zu sehen. Bei Instagram müsst ihr mal gucken. Aber ansonsten sind wir es wie alle. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist auch genau das Thema, was du gesagt hast. Die meisten kommen gar nicht zu diesem Veröffentlichen, und weil die sich so darauf versteifen, auf dieses Perfekt und so. Ja. Und dann kommst du ja nie weiter, weil wie wirst du besser in Sachen? Du machst es und wirst wieder ein bisschen besser. Du machst es, fällst auch mal hin, bist verletzt, keine Ahnung was, und wirst wieder besser. Ja, ist so. Und wenn du immer dieses, vielleicht sehe ich auf dem Foto nicht perfekt nicht so aus, gut oder aus. Dann kommst du auch nie weiter. Ich habe da tatsächlich, um aus meinem Nähkästchen, was dieses Influencer-Dasein halt betrifft, da hatte ich tatsächlich schon mal einen Kommentar, weil ich bin auch Sängerin, und dann hatte ich auch einen Studiotag und habe dann auch Aufnahmen von mir gemacht, aber habe halt nicht darauf geachtet, ob ich jetzt da, ich gehe nicht top gestylt ins Studio, ich stehe da in so einem kleinen Stübchen, ne, werde da in so eine Kiste reingesperrt, wo es dann schön schalldicht ist und dann los. Also da muss ich jetzt nicht wie ein Prinzesschen reinkommen und sagen, ach ja, jetzt sieht die ganze Welt mich. Und dementsprechend habe ich das aber auch mitgefilmt. Ne? Ich wollte dann auch so ein kleines Zeitraffer dazu machen und so weiter und habe mich aber aus einer Position gefilmt, die wohl für mich unvorteilhaft wäre. Ne? Aber, und habe dann einen Kommentar geerntet tatsächlich dazu, wo stand, liebe Kriddel, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich finde, du könntest dich aus einer besseren Position in Szene setzen und vielleicht benutzt du ab und zu mal ein bisschen mehr Schminke. O-Ton, ich sag's euch. Und ich für meinen, antwortest du auf sowas? Ich habe öffentlich geantwortet darauf. Also ich habe es tatsächlich als Story gepackt. Das ist wieder Content Creation, dann für mich privat halt, aber für das, was ich tue. Und bin in ganz, ganz vielen Gesprächen gelandet mit ganz vielen Leuten, die mir darauf auch geantwortet haben, die gesagt haben, ey, das geht gar nicht. Andere wiederum, ja gut, irgendwie stehst du ja in der Öffentlichkeit, wie willst du denn damit umgehen? Und dementsprechend habe ich dann auch reagiert. Und meiner Meinung nach, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ich sitze vor denen, ich bewege mich vor denen, ich drehe mich mal nach rechts oder nach links, ich kann denen nicht immer nur meine Schoki-Seite hinhalten und sagen, guck bitte nur von der Seite auf mich. Das heißt, ich brauche mich nicht zu verstecken und ich brauche auch nicht besonders viel Make-up. Wenn das mir auch mal verschmiert oder ich mal heulen müsste oder sonstiges, ist auch weg. Und dann will ich nicht, dass die Leute sagen, wer ist das denn? Ne? Oh, das ist so ein kritisches Thema. Ja. Das hatten wir bei uns in der Agentur hier jetzt auch schon ein paar Mal. Macht man also Photoshop ja oder nein? Ja, weißt genau. du? Weil ich, also das ist für mich so ein ethisches Thema. Wer bin ich, dass ich sagen kann, die muss abgepudert sein oder ich muss das Kind kleiner oder so. Oh, die krass. Person ist so, wie sie ist, und dann stellen wir die auch so dar. Und deswegen geht mir teilweise auch Insta so ein bisschen auf Nüsse, wenn Leute ein Bild einfach porträtieren, was nicht so ist. So, und da dahingehend gibt es ja jetzt auch so einen kleinen Trend, dass auch größere Persönlichkeiten sich ungeschminkt zeigen und so, wie sie sind. Warum macht man das nicht viel mehr so, oder? Riesenfass. Wie viel Zeit haben wir? Gerade aufgemacht. Da habe ich eine ganz, ganz kleine Hipster-Story zu. Wir waren ja neulich auf Malle und da kam ein Paar, gerade vom Flughafen sozusagen, war noch dick winterlich angezogen, und dann wollten sie natürlich als allererstes ein Foto machen. Und die hatten sich in der Haare und mochten sich irgendwie gerade nicht. Stress, nicht viel geschlafen, keine Ahnung. Aber die wollten unbedingt die Palmen und mehr und jedem sagen, dass sie gerade bei Instagram, dass sie gerade auf Malle sind. Dann streiten die sich echt ohne Ende. Dann kommt einer und macht ein Foto, weil die haben eigentlich jemanden gefragt. Die beiden liegen sich in den Armen, knutschen sich. Ey, super Schatzi, Mausi. Wow. Dann haben das Handy wieder weg und dann haben die sich wieder gestritten. Wow. Weißt du, das nur für Instagram. Ja. Ich meine, jetzt kann man das tiefenpsychologisch so sehen. Instagram wirkt zumindest für ein paar Sekunden, dass sie sich wieder lieb haben. Ist ja auch was Positives. Ja, aber grundsätzlich ist es immer nur schön. Also man wird ja auch nie ein Foto von seiner Frau posten oder machen, wenn man sich gerade streitet.
Ja. Das also. Ist eben, genau. Und darüber rede ich tatsächlich auch im Workshop mit den Leuten. Ne? Die ja. fragen mich, ich habe ein großes Thema, das ist Fake oder Authentizität. Mhm. Und da geht es dann auch darum, da werden dann Sätze mit reingeworfen, wo, wenn ich jetzt sage, ich poste jetzt ein Bild, keine Ahnung, vom Kölner Dom, ich sitze aber gerade zu Hause in meinem Garten in Rheinland-Pfalz, ne? Also bin gar nicht in Köln. Aha. Und dann sagen die mir oft, ja, aber dann lügst du ja. Du belügst ja die Leute. Und habe ich gesagt, die Welt ist keine ehrliche. Das muss man sich tatsächlich, also die Online-Welt, ne? Ja. Das ist eben keine 100% ehrliche Welt. Das ist, was ich eben meinte, diese Eisbergtheorie, du siehst nur die Spitze. Und das finde ich so das Perplexe. Social Media ist ja groß geworden, weil es realer ist. Nicht so wie im Fernsehen, ja. im Radio mit großer Produktion. Stimmt. Da wusste man ja immer, dass es sozusagen ein Jetzt-Moment. Genau. Mhm. So, und bei man dachte ja immer, es ist realer, weil es Instagram einer mit dem Handy gemacht hat und privat und was weiß ich. Ja. Aber ist es nicht. Nein, genau. Also dann sprechen wir wieder davon, jeder möchte jetzt immer mehr echt sein, wie du eben sagtest, die Stars, die sich jetzt ungeschminkt zeigen und so weiter. Das heißt, die Bewegung ist die, zuerst war der Hype, oh krass, ich kann jetzt zeigen, was ich will. Ja. Und das sehen jetzt ganz viele Menschen. Das heißt, du musst die nicht mehr zu dir nach Hause einladen und Fotoalben gucken, sondern du lädst einfach hoch und jeder kann daran teilhaben, was ja. auch immer du gerade zeigen möchtest. Dann gingen wir über in, oh, das sieht wohl nicht gut aus auf einem Foto. Das müssen wir aber retuschieren. Da kam die große Retusche, die gab es aber schon zu Bravo-Zeiten. Ja. Ne? Also wirklich, wenn ich mir noch meine Britney Spears-Poster angucke, die ich mit 14 in meinem Zimmer hängen hatte. Diese Frau war so perfekt, wo ich gesagt habe, ich werde nie so schön sein. Und das war eben das Gefährliche wieder. Und das ist in den Social Media in meinen Augen, war diese Phase auch wieder, ja. dass das so gefährlich geworden ist. Da war doch die Debatte auch, dass man gesagt hat, es wäre wichtig, dass sobald ein Bild bearbeitet ist, dass das auch vermerkt sein muss. Ja. Ne, damit die Jugendlichen, die sich das anschauen, eben nicht diesen Spleen bekommen, okay, ich muss mir jetzt die Lippen so und so spritzen, damit ich weiß, ich sehe wieder gut aus. Ja, also ich könnte mir echt vorstellen, dass sowas in Zukunft kommt, auch mit gerade mit Hinblick auf KI und sowas. Ja. Man weiß nicht mehr, was real ist und dass das gekennzeichnet werden muss. Genau. Also könnte ich mir echt vorstellen. Das habe ich auch schon gelesen, dass da eben so eine Pflicht kommen soll. Mhm. Ja. Aber zum Thema zurück. Entschuldigung. Wir haben hier so eine weiße Tafel für alle, die es nicht sehen, beziehungsweise die uns gerade hören. Aha. Und da stehen aber so Fragen drauf, die uns vorher gestellt haben. Das ist sozusagen unser analoger Teleprompter. Genau. Ja, und da hast du eine Frage gestellt, Julian, vielleicht darf ich hier in den Raum werfen. Wer ist denn der berühmteste deutsche Corporate Influencer? Ja, die Frage habe ich an euch. Ach so, also, Unternehmen Chibo. Ja, Junge. Junge. Okay, Platz zwei. Mir wäre jetzt spontan. Also ich rahme das mal so ein bisschen ein. Also Corporate Influencer, da haben die einfach das ist ein Beitrag von OMR. Kennen wahrscheinlich auch die meisten. Vor allem, weil das ja jetzt letzte Woche war. Genau, wieder brandaktuell hier. Und die haben einfach die LinkedIn, also wie viele LinkedIn-Follower die haben und haben das dann danach einfach gerankt. Ach so, okay. So, genau. Wer ist Platz 2? Also Platz 1 war Chibo. Ja. Und welcher Mensch steckt Andreas dahinter? Andreas van der Heidt, kenne ich nicht. Wow. Nee, sagt mir auch gar nichts. Nee, mir auch nicht. Fast eine halbe Million Follower. Und Platz 2, den kennt man von früher mal Höhle der Löwen. Ach, der hat er nicht so lange graue Haare? Nee. Das ist nicht der, okay. Ist aber nicht Dümmel. Nein, früher war der mal. Momentan ist er da nicht mehr. Ah, der macht okay. so ganz Schweizer. Viel mit IT und sowas. Nee. Ach hier, ja, Frank Thelen. Oh, wow, okay. Ja. Oh. Ja, Dennis, der weiß Bescheid. Oh. Finanzwelt weiß ich Bescheid. Ey, und Platz 3 sage ich auch noch kurz, Wladimir Klitschko. Oh. Ach, das war mir ein Begriff, ja. Krass. Ja. Mhm. Aber das sind auch alles Leute, kann man sich mal angucken. LinkedIn-Influencer-Ranking, hau ich mal in die Shownotes. Da sind auch ganz viele. Carsten Maschmeyer ist auch unter den Top 10. Ach, das war jetzt auch hier LinkedIn. Also, weil ich habe mich gerade gewundert, weil das in Anführungsstrichen ja wenig sind. Ne? Wenn du so bei YouTube oder bei Instagram, dann hast du 38 Milliarden sozusagen. Ja, so. Und eine halbe Million Platz 2 ist schon sehr sportlich. Ja, das ist Positiven. Echt sportlich, ja. Ja, wie gesagt, ich kann das mal, könnt ihr euch angucken, da die Rankings so sind. Die haben 20 Leute gerankt aus Deutschland. Thomas Müller ist auch dabei.
Aha. Sind wir schon dabei? Das ist der bei LinkedIn. Oder bist du schon dabei, Criddle? Nein. Okay. Nein. Okay. Bald irgendwann. Das schaffen wir. Bald ist okay, wir haben ja jetzt relativ viel über die positiven Seiten von Kommunikation gesprochen und wir haben ja normalerweise Badvertisement immer hier bei uns in der Show. Mhm. Heute wollen wir mal über negative und auch Nachteile vom Corporate Influencing sprechen. Mhm. Also was, du hast vorhin schon angerissen, einen Nachteil, den ich sehe beim, wenn aus Firmensicht, wenn ich sage, ey Dennis, du bist so ein geiler Typ, wenn ich an meine Marke denke als Person, dann denke ich, du bist das auf jeden Fall. Du sollst für mich kommunizieren. Was passiert, wenn diese Person weggeht und woanders hingeht, aus Markensicht? Genau, das wäre meine Antwort gewesen, dass es ein Nachteil sein kann, dass man nur eine Säule hat, sozusagen, nämlich mich in diesem Fall. Und ich habe dann ja auch eine gewisse Macht, die ich dann ausspielen kann. Genau. Und ja, da gibt man sich als Firma ja dann auch in Abhängigkeit dann von dieser Person. Absolut. Ja. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum viele GFs das dann auch selber machen. Bestimmt, weil er wird sich ja nicht trennen. Genau. Also könnte ich mir vorstellen. Ich empfinde es als Gefahr tatsächlich, aber unbedingt negativ auch nicht. Solange man eben richtig kommuniziert dabei und wahrscheinlich auch intern sich damit abspricht, dass man sagt, so, du gehst jetzt diesen Schritt für uns, möchtest du das? Wenn du sagst, ja, mache ich, dann müssen wir aber auch festhalten, mit welchen Konsequenzen, wenn du das nicht mehr möchtest. Mhm. Wie gehen wir dann damit um? Dass man das vielleicht auch schon schriftlich aufsetzt oder dass man sich da halt nicht in ein Loch fallen lässt, sondern sofort auch diesen Masterplan hat, wenn es halt in die Hose ging. Ja, genau. Und da gibt es ja auch Formate, wie man das machen kann, dass es nicht nur auf die Person bezogen ist, sondern eher das Format. Genau. Also gibt es ja genug Fernsehshows, die dann auch mit anderen Moderatoren weiterlaufen. Wetten, das, keine Ahnung. Oh, das ist in die Hose gegangen. Hart, ne? Ich wollte gerade sagen, böses Beispiel. Ja, weil es gibt ja genug Shows, wo dann irgendwann wer anderes übernimmt. Sportschau zum Beispiel. Keine Ahnung. Ja, genau. Ja. So, und wenn man jetzt, keine Ahnung, bei RPLC die Criddle-Show macht und Criddle haut dann ab, dann wird es halt schwer. Ja, das ist so. So, aber wenn ich das so strukturiere vom Format her, dass es auch, also klar, die Person prägt das Format, aber auch weiter funktionieren kann, wenn die Person nicht da ist und du lernst wen an und der kommt dann und übernimmt das, keine Ahnung, dann wäre das auch nicht mal so ein Problem. Nein, man muss halt die Chance einräumen und sich selber, da muss man ehrlich zu sich selbst sein, denke ich mal. Jeder, der weiß, was Beziehung bedeutet, das heißt auch sehr, sehr viel Arbeit und auch, dass diese auch enden kann. Und in dem Moment, finde ich, sollte man ehrlich zu beiden Seiten sein und sagen, okay, ich weiß nicht, wie lange das hier geht und dann wissen, so, dann gehen wir dann so damit um und ich würde auch der Community oder die dann eben uns mittlerweile folgen und Fans sind, was auch immer, würde ich auch die Chance einräumen, sich mit dem anderen oder der neuen Person anzufreunden, sich kennenzulernen. So. Das ist natürlich der Freigeist-Gedanke, ne? Das ist natürlich sehr schön. als GF oder so würde ich das auch immer vertraglich sofort aufsetzen, dass man das einfach auch ganz klar definiert hat. Genau. Ich weiß noch, als wir hier angefangen sind, haben wir auch alle gewisse Dinge unterschrieben, dass wir kein Gehalt kriegen. Nein, alles ehrenamtlich. rplc-ehrenamt.de. Nein, dass wir. Also, Beispiel, wenn du auch beim Ehrenamt. Ja, klar. Nein, dass wir zum Beispiel. Darf ich weitermachen? Das weiß doch jeder, dass wir hier ohne, ne? Aber ist egal. Auf jeden Fall, dass wir dann zum Beispiel, hast du irgendwie so einen Schrieb mitgebracht, auch für unsere Kollegen, dass man, wenn man jetzt auch geht, dass wir die Fotos und die Videos trotzdem weiter behalten dürfen. Ja. Das ist ja schon mal der leichteste und erste Schritt. Ja. Weil so sagt Criddle irgendwann, so, ich bin jetzt weg, löscht alle meine Fotos und alles, was ich bis jetzt gemacht habe. Ja. Und das wäre natürlich doof. Auch für mich. Also ist fürs Unternehmen doof, aber eben auch für mich. Ja, genau. Ich sage, dann ist mein Gesicht ja da auch weg. Und der Corporate Influencer in dem Moment, der riskiert ja aber auch, seine Glaubwürdigkeit zu verlieren. Wenn er etwas so vehement in den Social Media repräsentiert und sagt, ich stehe dazu, das ist der Hammer, was wir machen und ich weiß nicht was. Und plötzlich, puff, du bist weg. Mhm. Aha, wo ist denn die Überzeugung hin? So, dann hast du auch ein Problem. Das heißt, da kann auch das Unternehmen sagen, wir helfen dir, wir sagen, ey,
neue Herausforderungen, wir wünschen dir viel Glück oder dieses ja, Übliche ja, genau. halt. Aber trotzdem, dass ein ordentlicher Abschied da ist und von beiden Seiten eben auch abgestimmt. Also genau. Und ich glaube einfach, dass das, was du gesagt hast, denn ist das Wichtigste, dass man das vorher einmal vernünftig klärt. Ja. Hm. Ich weiß, Ehevertrag und sowas ist auch immer blöd, aber gehört manchmal auch mit dazu und dann weiß jeder, woran hast du einen Ehevertrag? Ja, wenn ich verheiratet wäre. Also, willst du einen machen? Kein Kommentar. Da komme ich nur in Teufelsküche. aber ich finde es halt gut, dass man das einfach vernünftig klärt und dann weiß auch jeder Bescheid. Ja. Da könnte ich dann noch den abschließenden Tipp dazu geben, was das angeht, so ein Verhältnis, wenn es endet. Eben auch, wenn wir von Ehevertrag reden oder sonstigem, immer spielen bei uns Menschen ja auch Emotionen mit. Genau. Da kann dann auf einem Vertrag so viel stehen, wie man möchte. Wenn du deine Emotionen nicht unter Kontrolle hast, dann eskaliert es gerne mal. Ja. Deswegen so viel den Appell an sich selber. Schau mal, wie du später dastehen möchtest. Denke ein bisschen weiter, ein bisschen mehr über den Tellerrand. Das Unternehmen hat viele Freunde und viele Bekannte, du auch. Aber die Branchen sind klein, die Branchen sind alles Dörfer und man begegnet sich meistens zweimal. Wenn man das im Hinterkopf hat, glaube ich, dann sollte man wissen. Guter Einwand, ja. Ja. Das ist, man sieht sich immer zweimal im Leben, ist auch ein Spruch, den gibt es nicht ohne Grund. Oh, und nicht selten schon mal den Beweis erlebt. Also tatsächlich, es ist so. Genau. Ja. Und deswegen, ein Offboarding ist immer blöd, aber da auch kann ich nur als Ratschlag geben, mach das vernünftig. Mhm. Und wie gesagt, wenn du dann in der Nische nochmal irgendwo anfangen willst, Criddle, als die hier abgehauen ist, die hat den ganzen Social-Media-Kanal verbrannt. Das erzählen die ja auch anderen Leuten. Genau, und sagen wir mal, ich wollte diese Position nochmal haben, dann wissen die vielleicht schon, das ist ganz gefährlich. Wenn die ihre Emotionen freien Lauf lässt, dann macht die alles platt. Genau. Also ich denke, da hat jeder das persönliche Interesse auch zu sagen, das mache ich mal ordentlich. Und ich sage auch immer, zu einer Beziehung gehören immer zwei und zu einer Trennung auch. Ja. Sehr weise, wie du bist. Wow, mit meinen süßen 33, oder? Das ist so unglaublich. Hast du auch Philosophie studiert? Oder? Genau. Nö. Nee, ich höre Musik. Ah, okay. Ja, ist ja fast das Gleiche. Ja, es ist fast das Gleiche. Das ist meine Philosophie, ja, genau. Ja. Kommen wir jetzt zu einem dritten Thema, der eigentlich so ein bisschen über die RPLC aktuelle Lage berichtet. Lagebericht aktuell ist. Und dort stehen drei Themen. Eins nehmen wir? Ja. Okay. Wenn ihr die anderen wissen wollt, dann müsst ihr bei den nächsten Folgen mal zuschauen oder zuhören. Da haben wir nämlich die anderen Themen auch noch. Also ein Thema ist, das darfst du dir aussuchen. Ja, ich bin für Brüssel. Okay, Brüssel. Ja, nehmt Brüssel. Wow. Oh, schön. Merkt ihr das, wenn ihr das Hauptstadt wollt? Hauptstadt meiner Heimat? Sag nochmal, sag nochmal Brüssel. Brüssel. Hört ihr das? Brüssel. Allein die Stimme, ne? Die ist schon verliebt in Brüssel. Wow. Ja. Ich fahre da jetzt im Juni wieder hin. Wow. Also okay. mit Florian. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, was wir da gemacht haben? Natürlich. Ja? Ich verfolge Studio Fechter. Ja, das. Also ich muss sagen, das ist echt ein Herzensprojekt geworden von uns auch so ein bisschen, weil ich finde, das ist so ein cooler Inhalt gewesen, also was die Rundengroup da gemacht hat. Absolut. Dass man sich als mittelständisches Familienunternehmen so halt auch einsetzt in der Politik mit Zahlen, Daten, Fakten, da auch investiert, dass man mit 20 Leuten dahin fährt und auch diese beiden Tage da so organisiert. Das finde ich eigentlich, ist ein richtig cooler Inhalt. Und wie machen viele Firmen das? Die machen dann ein Foto davon, Text und dann war es das. Ja, meistens dann abends beim Essen und zeigen dann das Schnitzel, was sie gerade essen. Genau. Ja, so. Zum Beispiel. Genau. Oder das Firmen-Event am Abend war schön. Wir haben alle zusammen Weinchen getrunken, super. Genau, und wir haben da ja so ein Format rausgemacht, so Brüssel aus 5 Perspektiven. Und da haben die Geschäftsführer der 5 verschiedenen Firmen sozusagen den Trip aus ihren Perspektiven erzählt. Boah. Ja. Und da haben wir am Europatag die erste Folge veröffentlicht. Also die ist jetzt schon online. Und an dem Tag heute, wo wir aufnehmen, nimmt dein Kollege Oliver Reinke, geht die nächste Folge online. Oh, großartig. Da freue ich schon drauf. Ja, und das ist einfach, also im Kleinen gedacht, ist das halt cool für die Personen, die da waren. Mhm. Aber wenn man das noch größer denkt, Stakeholder von einer Firma. Ja.
oh, die fahren da alle nach Brüssel, machen sich da einen schönen Lenz. Also Mitarbeiter, die das nur von außen sehen. Wahnsinn, wir wieder beim Thema. Genau, wie kommuniziert man das vernünftig? So, ey, schau dir das doch mal an. Ja. So, dass da ein Plan gemacht vorher wurde, wen trifft man alles, dass das komplett durchgetaktet war und dann nicht groß Lenz gemacht wurde. Nein, nicht nur Halarifari. Genau, und das auch alles bebildert und gezeigt, ist ja ein riesen Mehrwert dann auch für die Mitarbeiter, die dann sehen, boah, unser Geschäftsführer, der setzt sich ein. Ja, der fährt sogar bis nach Brüssel. Aber weißt du, was daran so bindend und schön ist? Das ist einfach die Ernsthaftigkeit dahinter. Ja. Das heißt, der sagt nicht nur und macht und ja gut, wir haben hier was aufgebaut und jetzt ist gut und macht ihr mal, sondern der kämpft weiter. Genau. Das ist echt ein schönes Gefühl, das muss ich wirklich hier bestätigen. Ja, ja. Und das halt aus diesen ganzen verschiedenen Perspektiven, wie du schon gesagt hast, viele machen leere Worte, beschweren sich und versuchen nichts daran zu ändern. Mhm. Aber wir sind alle alt genug, wir können alle was bewegen. Ja. Und dann finde ich es einfach cool, wenn man das dann auch passend dann mitkommuniziert. Ja. Und das ist ein Inhalt, der ist, also der wird nicht alt. Nein. Der wird in einem Jahr, wird das von der Relevanz her auch noch da sein, dass man sich politisch mit, damit hilft und nicht nur beschwert, alles ist blöd. Beschweren ist das Einfachste. So helfen. Ich wollte gerade sagen, beschweren ist super, super einfach. Selber die Dinge in die Hand nehmen und tatsächlich auch was bewirken, das heißt eine Ernsthaftigkeit walten lassen, ein ganz anderes Thema. Ja, tatsächlich. Und da kriegt man dann halt auch, also haben wir ja jetzt gesagt, einmal Stakeholder, Mitarbeiter, dann Stakeholder, Firmen, die mit der Runden Group zusammenarbeiten, sehen, boah, die, also die setzen sich für unsere Themen mit ein. Banken, also es gibt so viele, wo es so Schnittstellen gibt, wo man halt Trust und Vertrauen mit so einem Format schaffen kann. Ja. Und auch Personalmarketing. So. wenn du auf die Firma gehst und guckst, dann, boah, krass, die fahren sogar nach Busse mit 20 Leuten und das cool bebildert. So, das zielt, diese kleine Folge, das sind nur 5 Folgen. Also schaut euch das mal an, das ist nicht so zeitintensiv, zielt auf so viele Themen mit ein. Deswegen. Ich finde es gerade schön, wie du dazu strahlst. Das ja, ist echt der Wahnsinn. Ja, er ist verliebt. Er ist richtig verliebt schön, in das Format. Nein, total toll. Und das liebe ich einfach an Formaten. Also, wir haben mehrere Themen, mehr Wikiros. Jetzt Insights. Noch zwei, drei Sachen, die wir noch nicht so erzählen dürfen. Aber wir wollen gerade schon plaudern. Ja, aber wo wir auch Leuten eine Bühne geben, die sonst nicht so. Und das ist einfach schön. Ja. Ist wirklich so. Also wir drei sind alles kommunikative Menschen. Ja. Also wir kommunizieren dann auch und das macht halt nicht jeder. Nee, und genau. Manche Berufsgruppen, auch wie unsere LKW-Fahrer, die kriegen ein richtig cooles Format, wo auch die machen richtig geile Arbeit, es wird aber nirgendwo gesehen. Ja. So, weil es nicht vernünftig kommuniziert wird und die kriegen ein cooles Format. Und dann noch ein, zwei, die wir bald hier auch erzählen werden. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Oh, ich bin auch schon ganz gespannt. Mein neues Lieblingsformat haben wir gestern aufgenommen. Das ist mein absolutes. Aber wenn ihr das sehen wollt, dann schaut auch in den nächsten 3 Wochen nochmal rein. Wie viele Cliffhanger willst du mir noch machen? Ich möchte gerne ganz kurz mal, wenn ich darf, ein bisschen zu Critl kommen. Ja. Also du sagtest ja auch gerade, du bist Sängerin. Ja. Und was singst du denn? Also unter der Dusche? So, ja, ich wollte gerade sagen, so ab und zu so ein bisschen Adele unter der Dusche ist toll. Nein. tatsächlich, wo wir gerade auch wieder beim Mehrwert waren, Mehrwert schaffen für alle, angefangen habe ich, beziehungsweise singen tue ich schon sehr, sehr lange. Ich habe auch Musikschule gemacht, ich spiele auch Klavier, habe da auch Musikschule gemacht, also Notenlehre und was singe ich? Ich habe angefangen, dann meinen eigenen Song auf die Beine zu stellen. Das hatte mich aber motiviert in der Corona-Zeit. Das war ein ganz schönes Projekt, könnt ihr euch gerne mal anschauen auch. Bitte? Wo kann man das sehen? Das läuft auf YouTube. Mhm. Da hatten wir zuerst das Lied Wir halten durch. Mhm. Das hatten wir eigentlich gesehen, oder ich hatte das gesehen von den Spaniern. Die haben das mit spanischen Topstars, auch mit Alvaro Soler zum Beispiel, hatten die das zusammen gemacht. Da blieben dann alle daheim. Wir waren ja alle zu Hause. Ne? Und da habe ich dann auch schwer getrauert, weil ich ein sehr kommunikativer und auch geselliger Mensch bin. Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Und da blieben halt auch die Bandproben aus und das hat halt wirklich
wehgetan. Also keine Musik machen, nicht sehen, keine Konzerte geben, gar nichts. Und dann habe ich dann dieses Video gesehen und da musizieren die halt alle von daheim aus, haben es aufgenommen, diesen Song. Und dann habe ich gedacht, och, das wäre cool. Dann haben die Musiker hier wenigstens wieder ein kleines Lichtchen am Ende vom Tunnel und habe dann in unserer Gemeinde, also die Eifelgemeinde in Belgien, da habe ich dann die ganzen Musiker zusammengetrommelt und habe die gefragt, habt ihr Bock, sollen wir das mal covern? Ich schreibe den Text auf Deutsch um, damit es die Leute auch verstehen bei uns, auch die älteren Generationen, die kein Englisch sprechen. Und gesagt, getan. Und dann waren wir am Ende so 50 Musiker, die dieses Lied alle zusammen zu Hause aufgenommen haben. Und das haben wir, jeder hat sich gefilmt, wir haben es zusammengeschnitten, zusammengewürfelt. Ein Techniker hat das zu Hause gemacht. Und dann war dann das erste Lied da. So ein bisschen We Are The World so ein bisschen, in der Corona-Zeit. Ja, ganz genau. Nur in der Corona-Zeit, jeder für sich in seinem kleinen Stübchen so. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und dann dauerte die Corona-Zeit ja an, was wir auch erstmal nicht erwartet hatten. Und dann habe ich ein Lied, das nicht mehr gecovert war. Das habe ich mit meinem Papa zusammengeschrieben. Mhm. Das heißt, was für ein Jahr. Das war dann so eher so ein bisschen Schunkel. Mhm. Aber es passte zur Weihnachtszeit. Und irgendwie passt es, weil man ja während Corona nicht schunkeln durfte. Da habe ich gesagt, das wäre schön, wenn das so ein Lied ist, was uns daran erinnert, wenn wir uns wieder ein bisschen enger treten dürfen und nochmal zusammen feiern können und so. Und dann ein weihnachtliches Lied. Und dann habe ich den nächsten Schritt gewagt und habe jetzt tatsächlich meine erste Single rausgebracht. Und kann man die bei? Überall streamen. Überall streamen. Spotify unter Criddle und der Song heißt Stille im Kopf. Stille im Kopf. Werbeplatzierung, ja. Der, gucken wir uns gleich alle gemeinsam an. Also der Auftrag jetzt an alle Zuhörer und alle Zuseher. Wir müssen das Lied einfach das nächste Mal können und das stimmen wir dann gemeinsam an. Ja. Stimmt. So, das wäre mal cool. Fangen wir jetzt bei jeder Folge. Erst du, dann ich. Ja, wow, genau. Ich werde aufmerksam reinhören. Boah, ich glaube, das wird keiner hören. Okay, ja, klingt also interessant. Also du hast auch eine musikalische Geschichte. Und ja gut, dann liegt dir natürlich auch die extrovertierte Art im positiven Sinne ja auch danach, dass du dann auch einen Podcast machst. Machst du sonst noch irgendwas mit Videos oder bist du so grundsätzlich als Moderatorin unterwegs? Oder? Ja, also hier und da wurde man dann auch gefragt. Mhm. Ich habe Modenschauen, habe ich schon mal moderiert und auch gesungen. Ich mache Radiospots und auch Warteschleifen. Da hört man ab und zu meine Stimme. Also wer schon mal... Frau Meier mit dann 98. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Nein, diese typische, wir nehmen Ihren Anruf sofort entgegen. Ach, also, ja, tatsächlich. Da hat man meine Stimme vielleicht schon mal das ein oder andere gehört. Geil. In Flug-Airlines, in Warteschleifen auf Niederländisch und so, weil ich ja auch mehrsprachig bin. Wie viele Sprachen kannst du denn? Ich spreche 6 Sprachen. 6 Sprachen? Ja. Gott. Also weil ich habe in meinem Oi am Anfang... Das war super. Das war gut? Großartig. Ah, okay. Auf jeden Fall. Ja, doch, doch. Das. Ich will kein Partycrasher sein. Okay. Oh. Wir müssen unseren muss ich meinen Namen noch auflösen? Ja, das wollte ich gerade sagen. Also die letzte Geschichte gehört dir auf jeden Fall. Okay. Sie ist aber sehr unspektakulär. Kennt ihr eigentlich von damals die Diddlmaus noch? Natürlich. Ja klar, diese graue Diddlmaus. Ja, wir hatten keine Pokémon-Karten, sondern wir hatten Diddlblätter, die dann auf dem Schulhof so gedealt wurden. Ne? Also total, das war Gangster-like und so. Und deswegen, ich hab zu Hause immer noch so eine Kiste. Echt? Mit Diddlmausen? Ja, ich habe das gesammelt wie Sau. Nein. Doch. Boah, das Auto hier. Okay, das schneiden wir raus. Niemals, sie wird nicht geschnitten. Okay. Das ist ja unfassbar, Julian. Hättest du nicht gedacht, wir müssen reden. Und tatsächlich, dieser Dealer-Name von Diddle-Blättern kam dann von der Krischi und Chrissy zur Criddle und den habe ich dann geerntet von meinem Bruder und dessen bestem Freund. Ah. Ja, also irgendwie. Das war jetzt die Geschichte. Das war's aber schon. Das war eine sehr gute Geschichte, siehste? Weil wir jetzt alle wissen, dass Julian zu Hause. Absolut. Diddlmäuse hat. Super genial. Oh, mega. Oh, pass auf, wenn du nächstes Mal Geburtstag hast. Mm. Ja, ey, ich freue mich. Ja, wenn ihr Julian was Gutes tust, bitte eine Postkarte an der FLC Kontoskörper 1. Von Diddl. Es gibt Diddl-Postkarten. Ja. Stimmt, wir sammeln die auch noch. Ja, wir sammeln immer die hässlichsten. Oh Gott. Also wenn du im Urlaub fährst oder so, dann musst du uns immer eine Postkarte schicken, weil wir sammeln die hässlichste Postkarte. Oh, ach, die hässlichste? Die hässlichste. Die küren wir dann auch hier. Also Kontoskörper 1 in Vechta, schickt er die da. Genau. Schade, dass wir hier nicht in einem Comic sitzen, da werden jetzt gerade bei mir überall so Sternchen weggeflogen. So ding, ding, ding. Gut. Ja. Ich habe eigentlich auch eine geschrieben aus Malle, die ist immer noch nicht da, ne?
Die war so hässlich, die Post hat gesagt, das können wir nicht bringen. Boah, das können wir nicht zustellen. Da ist eine verschlüsselte Nachricht, geht nicht. So, vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr gut. Du bist wirklich immer gut gelaunt. Danke. Und wir sind ja Kollegen, von daher haben wir öfters noch was miteinander zu tun. Das freut uns natürlich sehr. Mich auch. Ja. Sehr. Und wie geht es jetzt bei dir weiter? Was sind die nächsten Steps in deinem Leben? Wow, wir haben gar nicht so viel Zeit. Eigentlich ist der Podcast jetzt vorbei. Okay. Nein, es geht weiter, es bleibt interessant und auch hier mit euch und auch mit der WBG Pooling an der Stelle. Und ich bin echt gespannt, was noch alles kommt und bin offen und freue mich einfach nur. Ja. Okay, aber wenn ich erreichen will, einfach nur Criddle irgendwo eingeben? Ja, oder? Criddle, also auf Instagram bin ich tatsächlich am aktivsten, aber auch da Nachrichten wird immer schwieriger. Mhm. Aber gerne unter der Criddle, also C-H-R-I-D-D-L-E-E mit zwei E, weil irgendjemand hatte meinen Namen schon. War völlig unfassbar, aber ja, jetzt mit zwei E am Ende, aber ihr findet mich auf jeden Fall an dieser Stelle und in den Social-Media-Kanälen, ja, genau. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder, oder? Das machen wir. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.